Saudi-Arabien ist der Staat, der angeblich den reinsten Islam praktiziert, was überhaupt nicht stimmt. Die haben nur die hanbalitische Rechtsschule genommen und führen einen Islam mit einer Regierung aus, die es sonst nirgendwo gibt, mit ihrem Motorrad und so weiter. Und Saudi-Arabien ist zwar ein Staat, der im Gefolge der USA, mit dem Sieg auf Roosevelt und den großen Abdulaziz im Saudi gründete Saudi-Arabien so, ein großer Mann war. Aber die jetzige Situation ist so, dass Saudi-Arabien seine Dschihadisten, seine Extremisten nicht mehr unter Kontrolle kommt. Al-Qaida war eine saudische Organisation, das ist keine Afghaner, kein Afghaner gewesen. Und die Gefahr, die uns in Europa droht, die bisher ja extrem gering war, also die ungeheuren Erkenntnisse, die uns über die Sauerlandbande das hier zugespielt wurde, das waren ja letztendlich Amateure alles gewesen. Aber die, die jetzt kommen, die in Syrien ausgebildet werden, diese neuen Dschihadisten, die aus Deutschland gekommen sind, ich glaube, mindestens 180, wenn nicht mehr, sind streng. Und die ganzen Hassprediger, die wir bei uns haben, wo kommen sie denn her? Aus Saudi-Arabien. Das ist die Quelle. Wenn, ich habe erst in Kasan war, da ist die Riesenmoschee, die inzwischen den Kreml Iran so schrecklich beherrscht, und die noch hässlich ist dazu, aber die ist von Türken finanziert worden. Aber der Imam, mit dem ich gesprochen habe, ist in Medina ausgebildet worden. Das heißt Saudi-Arabien. Dann weiß man, wohin es geht. Und wir hatten einen hochgestellter Russen in letzter Zeit gesagt, dass sie anfangen, die ersten wahhabitischen Bewegungen auch in Kasan, in Tatarstan, das im Grunde völlig harmlos gewesen war, zu spüren. Also das ist eher ein Optimismus in Gottes Ohren. Ja. Ist Saudi-Arabien das Problem, das Peter schon gerade beschrieben hat? Also Saudi-Arabien in der Form, wie es heute besteht, steht vor unfassbaren Herausforderungen. Und es ist ganz klar, dass die innere Spaltung, die in Saudi-Arabien auch schon seit langer Zeit besteht, die Instabilität innerhalb des Landes in extremer Form zugenommen hat. Zur gleichen Zeit. Wir erfahren davon nicht viel. Was man sehen kann, ist, dass der gesamte Bereich der sozialen Medien, der jetzt vorhanden ist, enormen Zulauf hat, sehr, sehr viel Kritik auf einer anderen Ebene dort artikuliert wird und die viele Menschen einfach sehr, sehr unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie regiert werden. Dass dort einige wenige einen erheblichen Anteil der Ressourcen des Landes eigentlich verschwenden, ja, also nutzen und ein großer Teil der Bevölkerung einfach außen vor gelassen wird. Zum Teil hochqualifizierte Menschen, ein enorm hoher Anteil an weiblicher Qualifikation, ich glaube mit der höchste an Hochschulabsolventinnen, die aber keinen Weg in die Arbeitswelt finden. Also das Land ist wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation und die Machthaber, die momentan dort das Land führen, sind auch mit allem bemüht, keine Veränderung zuzulassen, weil sie wissen, dass jede Veränderung am Ende auf ihre Kosten sein wird. Ja, jede Veränderung, die dort stattfinden wird, wird eine Verschiebung der Machtverhältnisse innehaben. Und das ist eigentlich das, was über kurz oder lang kommen wird. Ja, die Frage ist eben, wird es diese Veränderung geben oder ist Saudi-Arabien in der Lage, die Revolution sozusagen zu kaufen? Wird dies gelingen? Also ich meine, wenn viel Geld da ist, dann kann man natürlich eine ganze Menge befrieden. Und wenn man sich ansieht, wie andere Golfstaaten auch mit ihren Staatsbürgern umgehen, dann ist es mal die Begleichung aller Kreditkartenrechnungen und einmal alles, was sonst noch an Wohltaten möglich ist. Das wird innerhalb von bestimmten Grenzen möglich sein. Aber ich sage mal, in der Langfristigkeit bleibt das ein schwieriges Feld. Daneben
ist die zweite große Herausforderung der Ausländeranteile, der in diesen Golfstaaten vorhanden ist. Wir haben ja indische Anteile, pakistanische Anteile innerhalb dieser Länder, die zum Teil bis zu 30, 40 in den Golfstaaten sogar bis zu 80-90% ausmachen. Sie holen aber jetzt vor allem nicht Muslime ins Land. Ja, in der Hoffnung, weil die politisch dann nicht mitsprechen. In der Hoffnung, dass sie dann irgendwann wieder gehen und sich nicht einmischen. Aber die Herausforderung in diesen Ländern ist ganz, ganz erheblich, und die Frage der Stabilität dort hat wirklich ein großes Fragezeichen.